Ja, hallo und willkommen zur Männerakademie hier im Publikum und natürlich zu Hause im Stream. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben jetzt den dritten Männerakademie-Vortrag in diesem Semester und das ist sozusagen der Schwestervortrag zum letzten. Wir hatten ja letzte Männerakademie im November, Professor Paula Villa mit einem Vortrag zur Sexualitätspolitik, Gender Policy, Sexualität, Gender und Politik. Heute schauen wir das Thema Geschlecht von einer anderen Seite, nämlich von der etwas körperlicheren Seite an, mit dem Vortrag Immer die Hormone, wie selbstbestimmt ist unser Geschlecht? Und wir haben einen wunderbaren Referenten dafür gewinnen können, nämlich Dr. Sebastian Noé, HIV-Schwerpunktmediziner und Endokrinologe hier in München. Und was ein Endokrinologe ist, wird er uns sicher selber gleich sagen. Er ist hier in München beim MVZ Goetheplatz. Und wir sind froh, dass er hier ist. Und dann übergebe ich gleich dir das Wort für unseren Vortrag. Danke. Ja, super, Christopher. Vielen Dank für die Einleitung. Genau, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen. Mediziner neigen ja dazu, irgendwie so zu sprechen, dass es möglichst wenige verstehen. Deswegen auch nochmal die Erklärung, was ist ein Endokrinologe? Ein Endokrinologe ist jemand, der sich mit Hormonen beschäftigt. Mit Hormonen an sich, aber auch mit Erkrankungen, die irgendwie mit Hormonen zu tun haben. Und letztendlich hat mit Hormonen aber auch zu tun Geschlechtsentwicklung, sexuelle Entwicklung, sexuelle Identität. Und eigentlich soll es heute genauso ein bisschen um diesen Schnittpunkt gehen, in dem Hormone eine Rolle spielen. Und auch die Frage, was sind überhaupt Hormone, werde ich später nochmal beantworten, weil sonst ist tatsächlich vielleicht alles ein bisschen schwierig zu verstehen. Wir haben uns überlegt, in der interaktiven Zeit, dass ja viele vielleicht auch vom Stream aus uns heute verfolgen, und für die wäre auch die Möglichkeit, an ein paar Fragen teilzunehmen über diesen QR-Code. Es sind nur wenige tatsächlich. Wir haben leider auch also wir wissen eigentlich von hier aus auch gar nicht, ob der Link funktioniert, aber wenn Sie es probieren möchten, sind Sie herzlich eingeladen. Die erste Frage, die ich stellen möchte und die Sie dann über auch diesen Link oder über diesen QR-Code beantworten können oder eben über diese Login-Daten hier oben über Menti kommen und diesen Code 5121459, ist die Frage, was ist eigentlich überhaupt unser Grundgeschlecht? Denn ich finde, da gibt es ganz viele Meinungen, die kursieren. Man hört immer wieder, naja, eigentlich ist jeder Mensch erstmal weiblich angelegt und nur wenn dann irgendwie was Besonderes passiert, wird es ein Mann oder vielleicht eben nichts Besonderes passiert, wird es ein Mann. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, ja, wir sind eigentlich gar nicht als eins von beidem angelegt, also das, was wir vielleicht heute auch als divers oder non-binär bezeichnen. Und ja, wie ist es denn nun? Gib mal einen kurzen Moment noch Zeit. Wie gesagt, da wir auch nicht wissen, wie gut der Link funktioniert, will ich die Geduld auch nicht überstrapazieren. Ah, okay. Es hat sich jemand für männlich entschieden. Dann schauen wir doch mal, wie es wirklich aussieht. Und um noch mal kurz zu erklären, wie überhaupt eine Geschlechtsentwicklung passiert. So ein kurzer Ausflug in die Embryologie. Das war was man als Mediziner so in den ersten 4 Semestern hat und eigentlich nicht besonders mag, weil man es eigentlich nicht so richtig gut versteht. Embryologie ist die Entwicklung des Embryos letztendlich, also die Entwicklung von Eizelle und Spermium bis letztendlich zum Mensch und wie das alles so passiert. Warum sehen wir alle relativ gleich aus? Weil Zellen irgendwie wissen, was sie zu tun haben und weil Entwicklung immer ähnlich funktioniert. Und davon geht es in der Embryologie. Und in der Embryologie lernt man, dass es, wenn Sie den Teaser gehört oder gelesen haben, dann sind Sie vielleicht schon über die Begriffe gestolpert, dass es sogenannte Wolf- und Müller-Gänge gibt. Der Müller-Gang ist das, was Sie hier so in Blau sehen. Und der Wolfgang auf der anderen Seite das, was in Rosa angelegt ist. Und nur zur Orientierung, was Sie hier überhaupt sehen, also das, was hier so diese rosa, ja, das, was so wie rosa Schwämme aussieht, das ist letztendlich einfach die Anlage der Nieren und das sind die Harnleiter, ne? Also, und genau dazwischen entwickelt sich ja letztendlich auch die Geschlechtsorgane. Was sind diese Müller- und Wolfgänge? Das sind eigentlich die Anlagen für Frau, nämlich das, was aus dem Müllergang entsteht, oder Mann, das, was aus dem Wolfgang entsteht.
Und wenn man sich so ein bisschen mit Anatomie auskennt, aber das will ich jetzt gar nicht voraussetzen, dann sieht man hier auch schon so angedeutet, dass möglicherweise das hier eher aussieht wie ein Hoden, das, was hier so in rosa gehalten ist. Und das in blau vielleicht eher so zu dem passt, was später dann die Tuben werden, also das, was sozusagen auf den Eierstöcken drauf sitzt. Und Sie sehen, die Antwort vorher war also eigentlich, wir werden weder als Mann noch als Frau angelegt, sondern wir werden divers angelegt. Wir sind erstmal non-binär. Wenn wir sozusagen als Zellhaufen anfangen, uns zu vermehren und dann letztendlich auszureifen zu Mann oder Frau, geschieht das eigentlich erstmal aus einer Anlage, die gar nicht vorbestimmt ist. Trotzdem ist es dann natürlich am Ende so, dass sich biologisch dieser Embryo in Richtung Mann oder Frau entwickelt und es beginnt dann erst so in der 6. bis 12. Schwangerschaftswoche. Und zwar, sind Dinge, die Sie wahrscheinlich immer schon mal gesehen haben, das hängt davon ab, ob ein XY-Chromosom oder ein XX-Kombination bei den Chromosomen vorliegt. Sie sehen, wir haben 46 Chromosomen. Es gibt ein Chromosomenpaar, das das Geschlecht bestimmt und das ist X und Y. XX ist das, was typischerweise dazu führt, dass der Fötus in dem Fall eben die Entwicklung Richtung einer Frau nimmt. XY ist das, was dann dafür sorgt, dass die Geschlechtsentwicklung in Richtung eines Mannes geht. Und das, was dafür verantwortlich ist, ist eigentlich dieses kleine Stückchen hier auf dem Y-Chromosom, dieser sogenannte kurze Arm. Und auf diesem kurzen Arm gibt es wiederum ein Gen, das sogenannte TDF heißt, Testis Determining Factor, also der Hoden anlegende Faktor sozusagen. Und das ist genau, was der tut. Letztendlich führt der dazu, dass sich bei diesem Zellhaufen, der es ja vorher einfach nur ist, im Laufe der Entwicklung Hoden ausbilden und damit eben ein männliches Geschlechtsmerkmal. Das ist nochmal jetzt sozusagen aufgetrennt, was beim Mann und Frau passiert, wenn wir auf der Seite, wenn Sie drauf schauen, auf der linken Seite sind, dann ist es die Entwicklung, die in Richtung eines weiblichen Fötus geht. Und was dort passiert, ist letztendlich, dass hier ein Teil einfach sozusagen verödet, nicht mehr weiter wächst, sich hier die Eierstöcke ausbilden. Das ist das, was hier als Sechs gekennzeichnet ist. Und dieses blaue Ding, was hier noch so leer in der Luft hängt, sich wie eine Kappe draufsetzt und dann letztendlich die Verbindung zwischen dem Eierstock und später der Gebärmutter herstellt und dazu führt, dass letztendlich Eizellen, wenn die ausreifen, in die Gebärmutter wandern und sich dort einnisten können. Und auf der anderen Seite ist das, was passiert, wenn dieser TDF da ist, also dieser Faktor, der dazu führt, dass sich Hoden entwickeln, dann passiert genau das. Hier ist es nämlich so, dass dieser Weg nach unten, nochmal zur Erinnerung, ich hatte Ihnen hier gezeigt, der verschwindet auf der Seite. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass der genau nicht verschwindet, sondern hier nach unten zieht und das wird dann letztendlich der Samenstrang. Und Sie sehen eigentlich, wenn man sich das links und rechts anschaut, ist das Bild immer noch ziemlich identisch. Aus einem relativ gleichen Anteil entsteht auf der einen Seite der Eierstock, auf der anderen Seite die Hoden und letztendlich damit die Bestimmung, ob bei uns im Körper Eizellen vorhanden sind, bei einem weiblichen Fötus oder ob Spermienzellen vorhanden sind bei einem männlichen Fötus. Und da kommt das erste Hormon ins Spiel, das man, glaube ich, gar nicht so häufig hört, das sogenannte Anti-Müller-Hormon. Das klingt immer so ein bisschen komisch und nach einem seltsamen Film, aber es ist tatsächlich so, dass das so heißt. Warum? Weil dessen Hormon ist, das eben dazu führt, dass, Sie erinnern sich, der Müller-Gang, der für die weibliche Entwicklung da ist, dass der eben sich nicht entwickeln kann. Das ist ein Hormon, das gegen diesen Müller-Gang gerichtet ist und deshalb dazu führt, dass sich das männliche Genital ausbildet. Genau, das ist nochmal das Ganze sozusagen dann in der fertigen Entwicklung. Also so sieht es dann sozusagen aus, wenn dieser blaue Schlauch, der da noch ins Leere ragt, umschlägt und sich auf den Eierstock draufsetzt bei der Frau. Und beim Mann ist es eben so, dass letztendlich im Laufe der Zeit der Hoden nach unten wandert. Das heißt, das, was erst nach oben ist, wandert im Laufe der Zeit nach unten. Und diese Verbindung, die vorher nach oben ging, geht jetzt nach unten. Aber letztendlich bleibt es einfach so erhalten, wie ich es Ihnen vorher gezeigt habe. Sexualhormone. Ich gehe gleich nochmal drauf ein, was Hormone eigentlich machen. Aber wenn wir von Sexualhormonen reden, hat, glaube ich, jeder so ein bisschen im Kopf,
Östrogen, Testosteron, wahrscheinlich so die wichtigsten beiden. Und ich habe Ihnen mal beide mitgebracht. Sie sehen, das ist eine Strukturformel, so wie man sie in der Chemie hat. Die sehen immer so aus. Diese Ringe sind immer typisch dafür, dass es irgendwie vom Cholesterin abstammt, das Hormon. Also dass es aus dem Cholesterin gewonnen wird. Und wenn Sie sich die Hormone ansehen, links und rechts, geht wirklich nicht um Details. Sie brauchen nicht wissen, wo da irgendwie ein Kohlenstoff ist oder irgendwas, aber gucken Sie sich die einfach mal an. Die sehen relativ gleich aus, wenn man ehrlich ist, oder? Also man muss schon ziemlich genau hinschauen, um da einen Unterschied zu erkennen. Und wenn ich Sie frage, was davon ist ein Testosteron und was ist Östrogen, ehrlicherweise, ich kann es jetzt beantworten, weil ich es für die Vorbereitung auf den Vortrag mir noch mal angeschaut habe, aber wenn Sie mir es vor 2 Wochen irgendwie auf den Schreibtisch gelegt hätten, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass es Testosteron ist. Das müssen Sie auch gar nicht wissen. Es geht wirklich nur darum zu sehen, wie kleine Unterschiede schon relativ viel bewirken können. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, das rechte ist, von Ihnen aus gesehen, linke ist es Testosteron, das rechte ist es Östrogen. Und der Hauptunterschied zwischen den beiden ist das hier. Was ist da jetzt so groß unterschiedlich? Sie werden sagen, naja, das ist beides mal ein Ring mit irgendwie 6 Ecken. Sie sehen hier in dem Ring noch diese zusätzlichen Linien. Und wenn Sie sich das Testosteron anschauen, dann fehlt es. Das ist ein Hauptunterschied. Mag man eigentlich kaum glauben, dass das so viel Unterschied macht. Und was hier passiert, ist die sogenannte Aromatisierung. Aromatisierung heißt letztendlich eigentlich irgendwie nur so ein bisschen das Ganze rund machen. Erkläre Ihnen auch gleich nochmal, warum das irgendwie vielleicht anschaulich eine Rolle spielt. Und Aromatisierung passiert beim Mann und bei der Frau. In unterschiedlichen Organen. Bei der Frau passiert es im Eierstock, beim Mann im Fettgewebe. Aber Sie sehen daran auch schon, Testosteron ist kein glattes Männerhormon, Östrogen ist kein glattes Frauenhormon, sondern wir haben beides. Männer haben Östrogen und Testosteron, Frauen haben Testosteron und Östrogen, nur das Gleichgewicht zwischen beiden ist ein bisschen verschieden. So, jetzt die Frage, was machen Hormone überhaupt? Hormone sind ganz generell immer irgendwelche Botenstoffe. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Sexualhormone, wenn Sie eine gewisse Testosteronkonzentration brauchen, weil das für Ihren Körperstoffwechsel notwendig ist, dann wird das gesteuert über Hormone, die von einer anderen Stelle sozusagen die Nachricht übermitteln, was wird überhaupt gebraucht, in dem Fall das Hirn. Also ein Hormon ist sowas wie Nachrichtendienst zwischen zum Beispiel 2 Organen. Ihr Gehirn registriert zum Beispiel dauernd, wie ist denn die Konzentration von Testosteron, wie ist die Konzentration von Östrogen, gibt die Meldung an den Hoden weiter mit einem Hormon, den Nachrichtendienst sozusagen, und der Hoden macht dann daraus Testosteron. Umgekehrt bei der Frau, die Nachricht geht an den Eierstock, der Eierstock macht daraus Östrogen. Das funktioniert in ganz vielen Geweben ganz unterschiedlich, aber das Gemeinsame ist immer, ein Hormon ist ein Nachrichtenstoff. Und die Sexualhormone sind ein ganz besonderer Nachrichtendienst, die nämlich immer an sogenannte Sexualhormonrezeptoren binden. Und ich gehe gleich nochmal drauf ein, was Rezeptor bedeutet. Aber Sie können, also was es mir letztendlich geht, ist, die Hormone bewirken letztendlich über irgendwas in der Zelle, dass diese Zelle irgendwas macht. Also dass diese Nachricht, die das Hormon transportiert, umgesetzt wird. Das kann zum Beispiel sein, einfaches Beispiel bei Testosteron. Ich glaube, jeder, der von Testosteron redet, denkt irgendwie an Bodybuilder. Und das ist auch gar nicht so weit weg, weil zum Beispiel die Testosteron-Nachricht an die Muskelzelle ist, mach mal Eiweiß, lager mal Eiweiß ein. Ja, das ist die Nachricht, die der Muskel versteht, wenn er Testosteron sieht. Aber die Nachricht, die das Testosteron übermittelt, ist eben nicht in jedem Gewebe gleich. Ne? Im Muskel ist es zum Beispiel das, im Gehirn kann es sein, werd mal aggressiv oder balz mal um dein Weibchen, wenn man jetzt so in der Evolutionsbiologie bleibt. Also die Nachricht ist dieselbe, aber was die Gewebe daraus machen, kann durchaus unterschiedlich sein. Und das ist auch mit so der Unterschied, warum diese beiden Hormone, ich komme jetzt nochmal drauf zurück, die so gleich aussehen, trotzdem Verschiedenes machen. Denn wenn man sich diese Nachrichten irgendwie vorstellen will, wie funktioniert das und was macht eine Zelle mit so einer Nachricht, ist es so ein bisschen wie Schlüssel-Schloss. Wenn Sie sich von einer Schließanlage 2 Schlüssel anschauen, unterscheiden die sich manchmal in so einem Pünktchen auf diesem eingefrästen Bart.
Und trotzdem schließt das eine alle Türen und der andere irgendwie nur die Klotüre ab, zum Beispiel im blödesten Fall. Und da ist es eigentlich ähnlich. Sie haben, wenn Sie das Testosteron, und deswegen habe ich dieses Bild mit dem Abrunden vorhin gewählt, wenn Sie das Testosteron jetzt mal so als eckiges Hormon quasi sehen, weil das eben hier zum Beispiel diese Ecken hat, dann passt es in ein Schloss, das irgendwie auf dieses Eck ausgelegt ist. Ja? Also Sie würden jetzt zum Beispiel erwarten, wenn dessen Rezeptor ist, der irgendwas mit dieser Testosteron-Nachricht anfangen soll, dann muss Testosteron eckig aussehen. Wenn das rund aussieht, passt es nicht. Ja, der Schlüssel passt nicht in die Tür, die Nachricht wird nicht verstanden von der Zelle. Und umgekehrt ist es so, wenn wir jetzt wieder mal zu diesem Bild zurückgehen, Aromatisierung ist Abrundung, dann sieht es halt so aus, dass ein Östrogenrezeptor eher irgendein rundes Molekül packen muss, um zu verstehen, dass hier gerade irgendwie eine Nachricht übermittelt wird. Das ist natürlich, also natürlich ist Östrogen nicht rund und Testosteron eckig, das ist nur ein Schaubild, aber ich glaube, man kann ganz gut verstehen, warum relativ gleiche Hormone dann doch irgendwie ganz Verschiedenes machen. Und dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, das ist halt das, was wir in der Endokrinologie, also in der Lehre von Hormonen irgendwie im ganzen Körper haben. Letztendlich ist es immer die Frage, jeder Zelle finde ich sozusagen einen Schlüssel zu meinem Schloss und wenn ja, was will mir die Nachricht, die dieser Schlüssel transportiert, sagen? Warum erkläre ich Ihnen das jetzt so im Detail? Sie können sagen, das hat jetzt irgendwie gar nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ja, vielleicht hat es das bisher auch nicht, aber trotzdem ist es wichtig, denn jetzt gerade in dieser ganzen Diskussion um mRNA, Impfstoffe und so, ne, was wir in letzter Zeit ja tatsächlich ganz jeden Tag hören, letztendlich führt zum Beispiel Testosteron dazu, dass es mRNA in irgendeinem Gewebe produziert, weil mRNA ja nichts anderes ist als sozusagen das Verständnis der Zelle, ich muss irgendeinen Teil produzieren, das setzt die in mRNA um und macht da draußen Eiweiß. Ja? Das heißt, was Steroidhormone machen, also diese ganzen Hormone, über die wir heute reden, ist tatsächlich eigentlich, die produzieren mRNA indirekt. Und die mRNA ist dann die Information für was auch immer zu tun ist. Wieder zurück zum Muskel. Es ist zum Beispiel die Information, mach mal ein Eiweiß, was ich in meinen Muskel einlagern kann. Und der Bauplan dafür ist die mRNA. Und wenn Sie sich dieses Bild vor Augen haben, dass die Sexualhormone diesen Bauplan irgendwie übermitteln für verschiedene Gewebe, dann ist es natürlich auch klar, dass die irgendwie unsere Identität beeinflussen. Und da sind wir jetzt tatsächlich in dem, worum es auch gehen soll, nämlich um ja, auch sexuelle Identität, aber auch Gender-Identität. Und wir wissen heute eigentlich ziemlich gut, dass der Einfluss verschiedenster Hormone und sozusagen die Zusammensetzung von weiblichen und männlichen Geschlechtshormonen auf das Gehirn, eben dadurch, dass es zu verschiedenen Nachrichten an das Gehirn in der Entwicklung führt, dann letztendlich auch dazu führt, dass sich unsere sexuelle Identität entwickelt und auch unsere sexuelle Vorliebe, also zum Beispiel Homosexualität und Hetero- und Bisexualität, ist nach heutigem Verständnis nichts, was man im Laufe des Lebens irgendwie erlernt, sondern es ist wahrscheinlich was, was geprägt wird, und zwar ziemlich früh, in der zweiten Schwangerschaftshälfte, durch Einfluss, den sozusagen das Hormon, ja, Sammelsurium an Hormonen, was Kind und Mutter zusammen schaffen, auf das Kind einwirkt und was sozusagen auf das Gehirn einwirkt. Und diese Identität, die ist eigentlich nicht beeinflussbar. Und ich glaube, das ist so eine Hauptmessage, die wir damit auch vermitteln müssen, denn wir kennen ja alle noch so diese Versuche, zum Beispiel Homosexuelle umzuerziehen oder irgendwie eines Besseren zu belehren oder also sozusagen sexuelle Identität, sexuelle Vorliebe zu prägen, das funktioniert nicht, weil die Anlage dafür einfach sehr, sehr früh gesetzt ist und die kann man sozusagen mit dem Großhirn überspielen. Also man kann bewusst sagen, ich ignoriere das, aber wenn man jemand die Möglichkeit gibt, sich so zu entwickeln, wie er darf, dann wird er das immer so tun, wie das im Mutterleib eigentlich angelegt ist. Ja, und deswegen machen diese ganzen Konversionstherapien und was es alles gibt, keinen Sinn. Und dazu gibt es ganz gute Beispiele auch. Man kann immer sagen, ja, woher wissen wir denn, dass das so ist? Ein ganz, ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel, was man früher mit intersexuellen Kindern gemacht hat. Es gibt ja Kinder, die werden mit entweder keinem ganz klar ausgeprägten Geschlechtsmerkmal oder mit beiden Geschlechtsmerkmalen so halbwegs ausgeprägt geboren. Und dann kann man ja überlegen, was macht man denn mit denen? Und früher hat man sich dazu entschieden zu sagen, naja, wir suchen ein Geschlecht aus.
Das kann natürlich ein Kind im Säuglingsalter nicht selber tun. Das heißt, die Eltern haben das ausgesucht und haben dann auch entschieden, dass das Kind zum Beispiel unter Hormoneinfluss und vielleicht sogar anpassenden Operationen aufwächst. Man hat bei den Kindern gesehen, das funktioniert nicht. Wenn die Mutter bei dem Kind entscheidet, das Kind wird ein Mädchen, ist die Identität des Kindes deshalb am Ende der Entwicklung nicht unbedingt ein Mädchen, sondern die Chance ist immer noch 50-50, nämlich so, wie das Kind im Leib geprägt ist. Und das hat uns eigentlich vieles gelehrt, nämlich dass auch der Umgang mit Intersex-Kindern zum Beispiel nicht so einfach ist und wir nicht einfach sagen können, du wirst jetzt ein Junge, du wirst ein Mädchen, das funktioniert nicht. Weil Kinder, auch wenn sie es noch nicht ausdrücken können, ihre Veranlagung geprägt haben. Und es gibt einen ganz, ja, ich sage mal, beeindruckenden Fall, weil er sehr lange verfolgt wurde. Das ist das, was ich hier von Ihnen rechts einmal mitgebracht habe. Das ist der sogenannte John-Joan-John-Fall. Was ist das? Es war ein Fall von einem jungen Bub, der bei einer Beschneidung eine OP-Komplikation hatte. Ich glaube, da wurde ein größeres Gefäß verletzt. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass man ihm den Penis amputieren musste als Komplikation der Operation. Und man hat damals, das war glaube ich, es müsste so 72 oder 73 gewesen sein, es ist schon relativ lange her, und man hat damals auch noch so in dem Verständnis, dass wir ja mit dem, wie wir mit Kindern umgehen, eigentlich prägen, wie die später sich entwickeln, sich überlegt, dass es vielleicht das Beste für das Kind ist, wenn man das einfach als Mädchen aufwachsen lässt, weil eine Penisreplantation zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich war, die plastischen Operationen eigentlich auch nicht gut funktioniert haben und man sich entschieden hat, dass es wahrscheinlich das Beste ist, tatsächlich das Kind sozusagen auch unter Östrogeneinfluss, also unter Einfluss weiblicher Geschlechtshormone aufwachsen zu lassen und das Kind als Mädchen weiterleben zu lassen. Und das hat man dann auch gemacht. Das war damals der Expertenrat, die Eltern haben sich dem angeschlossen, die haben das auch gemacht. Und das ist natürlich ein einzelner Fall, aber es ist einer, der sehr gut aufgearbeitet ist, an dem man aber dann später gesehen hat, dieser Bub, der nie bewusst als Bub gelebt hat im Kindesalter, weil es eben sehr jung passiert ist und dann als Mädchen aufgewachsen ist, hat sich eigentlich trotzdem immer weiter als Bub identifiziert und sich dann später tatsächlich auch im Erwachsenenalter wieder dazu entschieden, eine männliche Identität anzunehmen, hat eine Frau geheiratet und mit der Kinder adoptiert, weil, wie ich eben schon gesagt habe, einfach der Einfluss, den wir auf ein Kind ausüben, überhaupt nicht so entscheidend ist, wie wir das lange Zeit gedacht haben. Und der erklärt halt auch, warum dieser ganze Mist mit, wie gesagt, ich hatte es jetzt schon mehrfach angesprochen, Konversionstherapie nicht funktionieren kann, weil man damit ein Kind in seiner Veranlagung einfach nicht mehr ändert. Und das betrifft sowohl die Identität, die sexuelle Identität, also identifiziere ich mich als Bub, Mädchen oder als nix davon so richtig, als auch die sexuelle Präferenz, also bisexuell, homo- oder heterosexuell. Beide Veranlagungen sind so früh geprägt, dass die durch einfache Verhaltensmaßnahmen und auch sogar durch Therapiemaßnahmen, also durch Hormonzufuhr, nicht mehr zu ändern sind. Und die Frage, die sich heute eigentlich auch stellen muss, ist, wollen wir das überhaupt? Weil ich glaube, wenn wir davon reden, wir reden ja wirklich davon, Identität zu verändern, dann muss man eigentlich sich immer fragen, ja, wer sind wir eigentlich, dass wir jemand vorschreiben, dass er seine Identität dem angleichen muss, was wir irgendwie erwarten. Ganz kurz zum Testosteron. Wir hatten ja über die Hormone kurz gesprochen und ich will zumindest so ganz kurz einen Ausflug machen in, was macht Testosteron eigentlich? Denn wenn wir über Testosteron und seinen Einfluss reden, geht es uns ja, glaube ich, häufig darum, was macht es im Erwachsenenalter? Ich habe jetzt eher so den Ausflug in die Kindheit und sogar in die Zeit des Embryonalwachstums gewählt. Bei Testosteron, ich kürze es jetzt mal ab, ist das, was die häufigste Assoziation ist, die häufigste Verbindung, wenn man jemanden fragt, was verbindest du mit Testosteron, ist tatsächlich ja, so dieses Muskelwachstum, das ist Sportlichkeit, das ist so, es ist Männlichkeit, auch wenn es ein blöder Begriff ist, aber wenn man Menschen fragt, was verbindet man, das ist Männlichkeit, was auch immer das am Ende des Tages bedeutet. Ganz objektivierbar ist es natürlich so, dass Testosteron unsere Sexualentwicklung prägt, also was die Geschlechtsausprägung angeht. Es hat Stoffwechsel Einfluss natürlich und es hat auch Verhaltenseinfluss, aber der ist bei weitem nicht so klar, wie man das häufig denkt. Einzig Klare beim Testosteron weiß man, dass Testosteron Aggressivität fördert, aber es ist eben nicht so, dass
man oft diese Verbindung hat, hohe Testosteronwerte bei einem Mann bedeuten, der ist irgendwie nicht sozial, der ist kein guter Familienvater und ähnliches. Und umgekehrt, dass man Männern mit niedrigem Testosteronwert eher zuschreibt, dass die sehr zugängliche Menschen sind, sehr familienfreundlich und so weiter. Das ist überhaupt Quatsch. Also am Testosteronwert kann man nicht ablesen, wie sich jemand verhält. Und viele Verhaltensweisen haben auch immer so zwei Seiten. Ja? Also wenn man zum Beispiel Männern Testosteron zuführt, dann ist es schon so, dass die zum Beispiel ein viel ausgeprägteres Belohnungsverhalten an den Tag legen. Das heißt, die fördern zum Beispiel dann ihre Kinder mehr oder die wollen von ihren Kindern mehr Leistung haben, sind aber auf der gleichzeitig auch so, dass sie viel mehr belohnen. Also das hat nicht nur immer diesen negativen Touch, den man einem Hormon oft gibt, sondern das hat immer die Interpretation, die man letztendlich draus macht. Und beim Östrogen ist es ähnlich. Auch da kürze ich das jetzt ab mit der Umfrage und springe gleich mal dazu über. Auch da sehen Sie wieder die Veranlagung, das, was Östrogen mit uns macht, ist zumindest, was so diese Kategorien angeht, genau identisch. Es hat irgendwie Einfluss auf Stoffwechsel, es hat irgendwie Einfluss natürlich auf Sexualität, denn zum Beispiel die Geschlechtsorgane einer Frau sind natürlich östrogenabhängig. Das merkt eine Frau, wenn sie in die Wechseljahre kommt und der Östrogeneinfluss wegfällt, dass dann eben auch zum Beispiel, also Kinder kriegen einfach nicht mehr funktioniert. Ne? Also diese Abhängigkeit ist natürlich da und auch da gibt es sicher eine gewisse Abhängigkeit zum Verhalten, aber die ist nicht so klar, wie wir oft uns das vielleicht auch vorstellen. Und auch da ist es nicht so, dass man einer Frau mit einer hohen Östrogenkonzentration irgendwie einen komplett anderen Charakter zuschreibt, als einer Frau, die niedrige oder keine Östrogenkonzentration hat. Was also letztendlich passiert, nochmal vielleicht, um es klar zu machen, was eigentlich das der Vorgang im Laufe des Lebens ist, ist, wir kriegen eine Prägung unserer Identität durch Vorgänge im Mutterleib, wie gesagt in der zweiten Schwangerschaftshälfte, wo sich Identität und sexuelle Vorlieben ausprägen. Und wir haben auf der anderen Seite eine Entwicklung, die durch unsere Gene festgelegt ist. Ich hatte es Ihnen ja vorhin gezeigt, eine XX-Anlage wird eine Frau, das, was wir biologisch als Frau empfinden. Eine XY-Anlage wird das, was wir biologisch als Mann sehen. Aber wenn Sie es logisch überlegen, ist eigentlich jetzt auch schon klar, dass das natürlich oft vielleicht dann irgendwie auch übereinstimmt. Also dass, wenn die Prägung im Mutterleib einem, ich sage es jetzt mal vereinfacht und überspitzt, eine männliche ist, dass dann vielleicht auch der Fötus ein männlicher ist. Aber eigentlich, wenn Sie es sich angucken, hat so richtig miteinander gar nichts zu tun. Natürlich beeinflusst der Fötus sozusagen sein Hormonmuster im Mutterleib mit. Also irgendwie spielt es indirekt doch mit rein. Aber letztendlich sind es so verschiedene Prozesse. Unser biologisches Geschlecht ist durch Chromosome ziemlich klar festgelegt. Unser Gender-Empfinden und unsere sexuelle Orientierung entstehen eher aus einem Mischmasch von Mutter und Kind im Mutterleib. Und das kann natürlich irgendwie übereinstimmen, aber das muss es nicht. Und das ist das, was wir ja heute als, es gibt viele Begriffe, Transsexualität, Geschlechtsinkongruenz, Genderinkongruenz bezeichnen. Und ich habe jetzt extra mal den Begriff gewählt, weil ich ihn eigentlich finde, dass er ganz schön beschreibt, was eigentlich los ist. Inkongruenz heißt ja einfach nur, irgendwas passt nicht zusammen. Also irgendwas ist nicht deckungsgleich. Und eigentlich beschreibt es genau das, was bei einem Mensch passiert, den wir oft als Transmensch beschreiben. Der hat nämlich irgendwie eine biologische Veranlagung, also zum Beispiel ein XY-Chromosom, was eigentlich sagt, du hast eine männliche Entwicklung. Der kann aber trotzdem im Mutterleib eine Prägung gekriegt haben. Das Wort Prägung ist immer so ein bisschen schwierig, weil es sehr aus der Psychologie stammt. Aber ich möchte es trotzdem mal verwenden, weil man sich, glaube ich, bildlich ein bisschen vorstellen kann, was passiert. Der kann trotzdem eine Prägung haben, die ihm eigentlich sagt, du wirst dich eher als eine Frau identifizieren. Und das ist nichts Krankhaftes, sondern beides sind normale Prozesse. Die Weitergabe von Chromosomen ist ein normaler Prozess. Das hormonelle Muster im Mutterleib ist ein normaler Prozess. Die aber halt dazu führen, dass manchmal das nicht so zusammenpasst, wie wir es vielleicht empfinden. Und das ist eigentlich genau das Problem, auf das wir dann stoßen, wenn so ein Mensch sagt, ich identifiziere mich gar nicht mit meiner Rolle, weil das, was sozusagen die Fremdidentifikation ist, und das funktioniert natürlich über das, wie wir uns erstmal sehen vor allem, männliches Äußeres ist für die meisten halt als solches irgendwie erkennbar, sei es am Bart, sei es an der Gesichtsform, sei es am Körperbau. Aber das muss eben mit der Eigenidentifikation nicht übereinstimmen.
Und das ist eigentlich genau das Phänomen, was wir bei Transmenschen sehen und was tatsächlich deshalb auch, Gott sei Dank, eben nicht mehr den Charakter hat, das ist ja ganz offiziell noch gar nicht so lange her, aber jetzt tatsächlich auch ganz offiziell endlich nicht mehr den Charakter einer Krankheit hat, weil es nichts Krankhaftes ist. Es ist in diesem Leben eines Transmenschen alles komplett normal und richtig verlaufen und wir können da einfach nicht von Krankheit reden. Ja, also das heißt, das ist kein Krankheitsbild und das muss klar sein. Was macht man jetzt mit so einem Menschen? Denn auch da sind wir ja Gott sei Dank heute so weit, dass wir da helfen können. Ich hatte schon gesagt, diese Prägung des Menschen, wie ich mich identifiziere, wie ich mich orientiere, die kriegt man nicht aus einem Menschen raus, selbst wenn man es wollte. Und die Frage ist, will man es überhaupt? Aber ich sage, selbst wenn man es wollte, selbst wenn sich ein Mensch selber vielleicht manchmal auch einredet, er müsste an der Identität, an der Orientierung arbeiten, das funktioniert nicht. Und deswegen ist der Ansatzpunkt, den wir heute wählen, dass wir auf der anderen Seite helfen, nämlich an versuchen, das, was biologisch vorgegeben ist, umzuändern, weil uns das eigentlich viel besser gelingt. Und deshalb habe ich Ihnen hier nochmal kurz mitgebracht, wie so Hormonregulation funktioniert. Und wenn man das versteht, versteht man nämlich auch, dass es eigentlich auch gar kein Hexenwerk ist, jemand zu helfen, in vielleicht der gegengeschlechtlichen Rolle zu leben. Was letztendlich bei den ganzen Sexualhormonen passiert, ist, dass immer so ein Steuerhormon aus dem Hirn, aus dem Hypothalamus, die Nachricht abgibt, mach mal was. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ne? Hormone sind immer nur ein Nachrichtendienst von einer Stelle an die zweite Stelle. Das ist irgendwie sozusagen unsere Post. Und in dem Fall ist dieses Organ, an das der Hypothalamus sich wendet, die Hirnanhangsdrüse. Sie müssen das alles nicht im Detail wissen. Es geht nur so ein bisschen darum, dass man es vielleicht ganz gut versteht, wenn man mal so das als Schema sieht, weil diese Kreisläufe, die ich Ihnen jetzt zeige, sind für uns in der Endokrinologie, in der Hormonmedizin was ganz, ganz Typisches. Dieses gonadotropin freisetzende Hormon, auch da wieder, Sie brauchen den Namen nicht, wirkt eben auf die Hirnanhangsdrüse und sorgt dann dafür, dass Gonadotropine freigesetzt werden. Also Sie sehen, da gibt es immer auch so eine ganz, ja, in der Begrifflichkeit irgendwie eine Logik, das gonadotropin freisetzende Hormon setzt Gonadotropine frei, könnte man drauf kommen. Und diese Gonadotropine wiederum sind LH und FSH. Und LH und FSH sind wiederum die beiden Hormone, wie gesagt, Hormone, wenn Sie Hormone hören, wissen Sie schon, die müssen irgendwo anders im Körper hin und irgendwas tun. In dem Fall eben zum Beispiel in Eierstock oder Hoden. Die führen dann dort dazu, dass Sexualhormone produziert werden. Eben beim, wenn ein Eierstock vorhanden ist, Östradiol. Wenn Hoden vorhanden sind, Testosteron. Und jetzt kommt so ein bisschen der Clou an der Sache. Ich hatte es eben schon gesagt, es sind immer Kreisläufe. Das Ganze läuft nicht ins Leere und es ist nicht so, dass das Hirn immer sagt, mach mal und das wird schon passen, sondern es gibt immer diesen Feedback. Hormone, ich hatte es ja schon gesagt, sind Messenger, sind Nachrichtendienste und die Nachricht von Testosteron, um wieder auf das Beispiel von vorhin zurückzukommen, geht eben nicht nur an den Muskel und heißt, mach mal Eiweiß, sondern die geht auch wieder zurück ans Hirn und sagt, du, es reicht, weil es ist genug da. Und das ist eigentlich eine gesunde Regulation, die wir auch so ein bisschen ausnutzen, indem wir bei Menschen, die sich zum Beispiel als Frau identifizieren, aber mit Hoden geboren sind, also mit einem XY-Genotyp, also als sozusagen eigentlich biologisch männlich angelegt, indem wir denen einfach in dem Fall zum Beispiel Testosteron zuführen. Denn das hat nicht nur den positiven Effekt, dass sich zum Beispiel die Körperzusammensetzung ändert, sondern es hat vor allem auch den Effekt, dass es diesen negativen Feedback auslöst und damit dazu führt, dass die eigene Produktion unterdrückt wird. Und das ist für den Anfang oft ein super Erfolg, wenn jemand, der sich eigentlich als Frau fühlt, aber als Mann geboren wurde, in relativ kurzer Zeit merkt, dass so dieser Hormoneinfluss auf ihn nachlässt. Und auch da wieder Nachricht an andere Organe. Was sind das für Nachrichten? Das ist zum Beispiel, mach mal Haarwachstum, mach mal dunkle Stimme, guck mal, dass der Brustmuskel irgendwie größer ist. Das alles fällt auf einmal weg und die männlichen Züge werden weiblicher, weil wir weibliches Geschlechtshormon zuführen, aber vor allem eben auch, weil wir das Männliche unterdrücken und es funktioniert in der umgekehrten Richtung genauso. Und deswegen ist heute unser Ansatz für die Menschen, glaube ich, ein ganz guter, indem wir anbieten können, dass wir die einfach dabei unterstützen, in dem Empfinden, das die mit sich tragen, und sagen, wir gehen mit euch den Weg, euren Körper dem anzupassen, wie euer Empfinden ist,
Es ist wahrscheinlich biologisch der deutlich bessere Weg. Und ich glaube, ich habe die, also ja, ich empfinde das tatsächlich schon als auch eine Ehre, mit vielen Transmenschen zusammen sein zu dürfen, medizinisch die betreuen zu dürfen. Und ich finde es schon auch tatsächlich schön, dass das nicht nur das Empfinden ist, was man so als Arzt irgendjemand überstülpt, weil man kann immer sagen, naja, was erzählst denn du? Das muss ja letztendlich, muss doch der Betroffene irgendwie gut damit zurechtkommen. Aber mein Empfinden ist tatsächlich, dass das gut funktioniert und dass wir mittlerweile auch viele Präparate haben, um jeden eigentlich auch so, ich sag jetzt mal, hormonell zu behandeln, dass es irgendwie auch seinem, ja, seinem Empfinden passend ist. Und auch da ist eben einfach nicht jeder gleich. Was ist das Wichtigste in Kürze? Es ist so ein Galopp gewesen durch Geschlechts- und Geschlechtsentwicklung, weil ich hoffe, dass so ein paar Sachen vielleicht interessant waren, die dabei waren. Ich glaube, eine wichtige Sache ist tatsächlich die, dass unsere sexuelle und geschlechtliche Identität einfach sehr früh festgelegt ist. Und ich glaube, wir tun uns immer schwer damit anzuerkennen, dass wir manche Dinge nicht beeinflussen können, aber es ist wahrscheinlich eine davon. Und es macht eben mehr Sinn, das zu akzeptieren, als dagegen zu arbeiten. Diese Identität kann man deswegen eben auch nicht wirklich manipulieren. Und ich glaube, deswegen habe ich dazu geschrieben, man sollte es auch nicht, weil wir, glaube ich, einfach auch jetzt gelernt haben, dass man Menschen dadurch eigentlich ein Leben, leider ein lebenswertes Leben unmöglich macht, indem man versucht eben, das zu manipulieren, das Empfinden zu manipulieren, die Orientierung zu manipulieren. Aber was vor allem, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass diese hormonellen Einflüsse, von denen wir sprechen und von denen wir, ja, ich jetzt auch ganz viel gesprochen habe, und die wir oft so ein bisschen wertend betrachten, also wir empfinden das irgendwie als gut oder schlecht, Hormone an sich sind überhaupt nicht gut und schlecht. Und das, was wir aus sozusagen dem Zusammenspiel machen, ist es, was letztendlich entscheidet, wie jemand auch mit zum Beispiel hormonellen Veränderungen umgehen kann. Aber wie gesagt, Hormone sind einfach letztendlich in dem Einfluss das, was wir draus machen. Und damit sage ich vielen Dank für das Interesse und ich freue mich natürlich, wenn es noch Fragen gibt. So, vielen Dank. Moment, jetzt machen wir eine kleine Umbaupause. Können wir noch fröhlicheres Licht hier haben? So. Nur kurz noch ein Schlückchen trinken. Ich sitze wie immer ein bisschen doof mit meinem Laptop hier rum, weil ich ein Auge weiterhin auf die Kommentarspalte habe, wo es momentan noch recht ruhig ausschaut. Aber schauen wir mal, ob wir die Leute hinterm Ofen vorlocken können. Vielen Dank für den spannenden Sehr Vortrag. Gerne. Und das ist natürlich schon auch, man merkt, das ist ein System, auch wenn es jetzt sozusagen nur ganz knapp dargestellt wurde, aber man kann sich schon vorstellen, dass es eine relativ komplizierte und komplexe Angelegenheit ist. Jetzt gibt es aber, das waren auch so ein paar Spezialfälle jetzt natürlich, also Trans ist natürlich ein Fall, der einem bei dem Thema, gerade wenn das hier in so einem Rahmen vorgetragen wird, natürlich schon sehr schnell dann einkommt. Aber was ist denn, ist es denn sozusagen der Normalpatient eines Endokrinologen? Mit was für Fragen kommen im Alltag Leute zu einem Endokrinologen? Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Bandbreite noch eine ganz andere ist. Ja, absolut, genau. Also richtig, es war natürlich jetzt ein sehr ausgewählter Fokus auf Geschlechtshormone und endokrinologische Fragestellungen, die damit zusammenhängen. Endokrinologie ist ein weites Feld. Also es geht beim Blutzucker los, es geht beim Diabetes los, ist letztendlich eine endokrinologische Erkrankung. Die Osteoporose, also die Knochen, ja, wie soll ich sagen, der Knochenverlust im Alter ist zum Beispiel eine endokrinologische Erkrankung. Aber wir haben eigentlich tatsächlich ziemlich viele Dinge, die irgendwie in der Endokrinologie stecken und die häufig sind, sei es zum Beispiel Schilddrüsenknoten, sei es Schilddrüsenstörungen, Überfunktion, Unterfunktion, die Nebennieren, die Hirnanhangsdrüse, die hatte ich eben kurz erwähnt, die zum Beispiel diese Hormone macht, die Sexualhormone freisetzen, aber die macht noch ganz andere Hormone, wie Wachstumshormon, wie zum Beispiel das Hormon, was zum Milchausfluss bei der Frau führt oder zur Vergrößerung der Brust beim Mann. Also wir haben ein relativ breites Spektrum tatsächlich. Ja. Der Normalpatient ist hier für die meisten Endokrinologen nicht. Aber bleiben wir dann vielleicht dann doch noch bei Testosteron und Östrogen, weil das ist ja, wir haben ja Hormon und Geschlecht, die Koppelung. Was ich bei meinen Klienten ganz oft feststelle, das ist gerade bei Männern in meinem Alter, sage ich jetzt mal, so eine Tendenz gibt, ich fühle mich schlapp, etc., wäre vielleicht eine gute Idee, ich würde mir Testosteron zufügen. Mhm. Und das ist
dann, ich erlebe das dann immer mit so einer großen Bereitschaft zu machen und mit so einer Vorstellung, damit gönne ich mir so einen Zusatzschuss Männlichkeit. Genau. Das ist so ein bisschen diese Vorstellung, die die Leute haben. Ja. Und ich erlebe das häufig, aber was würde jetzt da der Endokrinologe zu diesem Bild sagen? Ja, also das ist tatsächlich eine der häufigen Fragestellungen. Und das ist relativ komplex. Es ist tatsächlich so, dass es Studien gibt, die zeigen, dass im Alter das Testosteron wahrscheinlich zumindest nicht mehr wird, sagen wir es mal so. Ob das wirklich weniger wird, ist ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz klar. Ich finde also natürlich können wir es zum einen einfach testen. Das heißt, was ich auf keinen Fall empfehle, ist natürlich irgendwie blind anzufangen, sich Testosteron zu spritzen. Das ist in den meisten Fällen nicht zielführend. Wir können sehr gut testen, ob ein Testosteronmangel vorliegt. Die Frage, die sich aber dann häufig stellt, ist, wo kommt der Testosteronmangel her? Weil man einfach sagen muss, es gibt natürlich den Testosteronmangel, der dadurch entsteht, dass der Hoden im Laufe der Zeit einfach nicht mehr gut funktioniert, wie man das in anderen Organen ja auch irgendwie kennt. Der Knochen, alles hat Verschleißerscheinungen. Viel häufiger ist aber für uns, dass der Testosteronmangel so ein bisschen das Zeichen des Körpers ist, dass an einer anderen Stelle was nicht stimmt. Also ich behaupte zum Beispiel, dass wir viele depressive Patienten vor einem Psychiater oder Psychotherapeuten sehen, weil die bei uns mit einer Testosteron-Unterversorgung auftreten, die eine Folge der Depression ist. Das ist immer so ein bisschen, da beißt sich die Katze oft so ein bisschen in den Schwanz, ne, weil natürlich kann auch umgekehrt der Testosteronmangel der Grund für die Depression sein, aber häufig ist es umgekehrt. Und es ist mittlerweile ziemlich gut gezeigt, dass dieser Hormonmangel bei Männern oft dadurch bedingt ist, dass der Körper eigentlich meint, es reicht auch weniger. Und das meint er eigentlich immer dann, wenn er irgendwie mit anderen Krankheiten beschäftigt ist. Herzinfarkt, Schlaganfall, tatsächlich Übergewicht, Diabetes. Das sind klassische Erkrankungen, in denen das Testosteron abfällt, wo man meistens den Männern aber keinen Gefallen tut, einfach nur blind Testosteron zu ersetzen. Also nee, aber wenn es abfällt, dann macht man es ja nicht blind, sondern da sieht man ja, okay, es wird weniger. Ja. Was wären dann Symptome, wo man sagen würde, naja, da wäre vielleicht eine Gabe von Testosteron sinnvoll? Ja, also das ist auch eine gute Frage, die nicht ganz leicht zu beantworten ist. Man sagt letztendlich heute, wenn man mindestens zweimal im Labor nachgewiesen hat, dass Testosteron niedrig oder niedrig normal ist, es muss gar nicht erniedrigt sein, es reicht auch, wenn es im unteren Normbereich irgendwo rumdümpelt und ein Mann Beschwerden hat, die zu einem Testosteronmangel passen. Was ist das? Das sind Dinge wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, das kann zum Beispiel eine Blutarmut sein, das ist tatsächlich vor allem aber natürlich auch einfach Probleme bei der Sexualität, also Erektionsstörungen, Probleme, eine Erektion zu kriegen, vielleicht auch ein Verlust der Libido, also sexuelles Verlangen, das nachlässt. Es kann tatsächlich bei manchen Männern sein, dass so eine Art Brustwachstum einsetzt. Diese, was wir als Mediziner Gynäkomastie nennen, ist zum Beispiel tatsächlich auch ein klassisches Zeichen. Und was wir auch immer wieder mal sehen, was man eigentlich eher so bei Frauen aus den Wechseljahren kennt, aber man sieht halt, dass Hormone doch irgendwie immer ähnlich sind, ist tatsächlich auch sowas wie Nachtschweiß oder vermehrtes Schwitzen. Sorry. Technische Probleme. Genau, also es gibt eine ganze Menge letztlich von. Die Gynäkomastie, weil das Stichwort gerade gefallen ist, das ist eine Geschichte, der ich bei meinen Klienten jetzt schon mittlerweile relativ oft begegnet bin. Das heißt, so selten kann das gar nicht sein. Ich erlebe das, also das ist, man kriegt halt einfach optisch die Brust vergrößert sich so und das bis zu dem Punkt, wo es dann auch an eine weibliche Brust vielleicht erinnert. Und das sind dann natürlich Dinge, die Männer als belastend erleben. Also viele wollen sich vor einem Partner gar nicht mehr ausziehen, weil es komisch ausschaut. Ist das was häufig ist? Was ich da erlebe, ist, dass es auch sehr schwierig ist, das zu behandeln, zumindest so zu behandeln, dass die Krankenkassen das zahlen. Ja, genau. Es ist ein bisschen schwierig, weil es gibt so verschiedene Varianten. Die eigentliche Gynäkomastie ist halt nur die, wo wirklich der Brustdrüsenkörper wächst. Und die ist tatsächlich mit Testosteron aber oft gut zu behandeln. Schwieriger ist es, wenn es eher so ein bisschen so, das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, diese Männerbrust, die so ein bisschen auch aus der Mischung mit nachlassendem Bindegewebe und so entsteht. Da ist es tatsächlich schwieriger, weil, wie du sagst, da braucht man eigentlich Komplexeres. Da muss man wahrscheinlich sogar chirurgisch irgendwie tätig werden, plastisch wahrscheinlich das irgendwie straffen oder Ähnliches. Da ist es tatsächlich so, dass das meistens eher als Lifestyle von den Krankenkassen eingeordnet wird und nicht übernommen wird. Wenn es die Testosterontherapie ist, ist das absolut eine Kassenleistung und wäre in so einem Fall auch ein klarer Fall, dass das übernommen wird. Ja.
Also meine erste Gynäkomastie habe ich selber gesehen, als ich studiert habe in der Psychopathologie, ein Patient war, der exzessiver Bodybuilder war, auch Testosteron dazu genommen hat und das dann irgendwie abgesetzt hat. Und dann war diese Gynäkomastie ist dann eine Folgeerscheinung gewesen. Was aber mich jetzt sozusagen darauf hinbringt, weil das ist ja auch ein anderer beliebter Einsatz für Hormone, Männer, die ins Fitnessstudio gehen, die dann denken, ich nehme Testosteron, das macht mein Körper ja auch, das kann ja nicht schlecht sein und wenn ich da was extra zufüge, dann sozusagen spritze ich mir dann Muskeln von außen. Richtig, ja, genau. Ist in Deutschland leider so ein bisschen ein vernachlässigtes Thema, leider. Es gibt wo das tatsächlich eine große gesundheitliche Bedeutung hat, ist Großbritannien. Die haben das erkannt, dass das eben nicht mehr ein Phänomen ist, was nur im Spitzensport stattfindet, sondern dass das tatsächlich in jedem Fitnessstudio eigentlich heute Realität ist. Und es ist genau wie du sagst, das Problem ist, dass das, glaube ich, so ein bisschen verharmlosend wahrgenommen wird. Ne? Jeder denkt, ich kriege so einen extra Schuss Männlichkeit und ich habe schneller Trainingserfolge. Was natürlich so ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass das Ganze nicht ganz nicht so wirklich unriskant ist. Das ist tatsächlich so ein bisschen auch ein Schwerpunkt von mir, den ich deshalb gesetzt habe, weil ich zwei wirklich ganz schwere Verläufe in meiner Zeit in der Klinik gesehen habe. Einer mit einem riesen Herz, der sozusagen so eine Myokarditis drauf entwickelt hat, so eine Herzmuskelentzündung und damit auf Intensiv lag. Und der zweite war tatsächlich ein junger Bodybuilder, der unter einem wahrscheinlich sogar geschluckten Testosteronpräparat ein Leberversagen hatte und transplantiert werden musste. Und das zeigt halt so ein bisschen, dass, glaube ich, dieses Verständnis dafür, dass das zwar oft wahrscheinlich gut geht, aber wenn es nicht gut geht, halt einfach extrem schlimme Folgen haben kann, leider bei uns nicht so richtig gut verankert ist. Und vor allem auch manchmal der Glaube besteht, ich gehe ja regelmäßig zum Arzt, der kontrolliert das, ja, da wird schon nichts passieren. Das ist halt genau was leider nicht stimmt. Also diese Nebenwirkung die kann nach 3 Jahren auftreten, nachdem vorher alles gut war, und die tritt von heute auf morgen auf. Da ist es nicht so, dass ich zufällig 3 Monate vorher im Labor noch sehe, da steigt ein Leberwert an, ich habe Zeit zu handeln, sondern das passiert von jetzt auf gleich und wir können da dann tatsächlich einfach nicht handeln. Gibt es so eine vernünftige Gabe von Testosteron für den Sport oder als Lifestyle-Medikament, dass ich sage, das passiert ja bei anderen Medikamenten auch, die man nicht lebenswichtig braucht, dass ich jetzt zum Beispiel zum Arzt gehe und lasse es halt mir so kontrolliert verschreiben, wird das gemacht? Ist das eine Realität? Ich weiß, dass es gemacht wird. Das betrifft ja wirklich auch andere Hormone, auch Schilddrüsenhormone und so weiter. Ich persönlich bin da sehr zurückhaltend. Warum? Ich habe eben zum Schluss dieses Bild von diesem Kreislauf gezeigt und das ist eigentlich genau der Punkt, wo ich immer denke, eigentlich macht es keinen Sinn. Entweder ich habe einen Mangel, dann ersetze ich das. Dieses, ich gebe mal was obendrauf, funktioniert einfach nicht, weil sobald ich anfange, von außen was zuzuführen, lässt halt einfach das körpereigene Testosteron nach. Das heißt, der Körper reagiert ja auf, wenn ich es von außen zuführe oder von innen habe, gleich. Wenn ich wirklich einen Erfolg dadurch haben will, muss ich es überdosieren, weil in der normalen Dosis macht es mein Körper selber. Und deswegen glaube ich, dass es nie eine wirklich gute Idee ist, tatsächlich. Ich habe bei der Befragung mitgemacht, die du ja dann dankenswerterweise nicht gezeigt hast. Was fällt mir bei Testosteron ein? Ich glaube, mein dritter Begriff, den ich dann reingeschrieben habe, war Schrumpfhoden. Ja. Ich glaube nicht, dass das ein Fachbegriff ist, aber das ist, was ich immer gehört habe. Das heißt, wenn ich mir das zuführe, dann kann das sein, dass meine Hoden schrumpfen. Ja, das ist tatsächlich auch eins der häufigsten Dinge, die dann die Männer zu uns als Endokrinologen bringt, wenn die eigenständig anfangen, Anabolika zu benutzen. Genau, das ist tatsächlich so und das geht auch relativ schnell. Also wie gesagt, das ist eines der häufigsten Dinge. Und das Problem ist nur, klar, am Hoden sieht man es, am Hoden packt es einen wahrscheinlich auch am meisten bei der Männlichkeit und es stört einen. Aber das passiert natürlich genauso auf diesen anderen Ebenen, die ich vorher gezeigt habe. Das passiert im Hypothalamus, also im Hirn, das passiert in der Hirnanhangsdrüse. Und letztendlich ist genau das auch das Problem, wenn man das lang genug betreibt und diese ganzen Organe, die sonst die Hormonproduktion übernehmen, kleiner werden, das ist eben auch ein Muskel, den man dann nicht mehr trainiert, dann funktioniert der auch nicht mehr. Das heißt, dieses Testosteron einfach wieder aufhören, funktioniert oft nicht, was uns dann dazu führt, dass viele mit Absätzen und komplizierte Dinge sich ausdenken, damit die Funktion wiederhergestellt wird, was auch manchmal funktioniert, aber erstens sauaufwendig ist, mitunter teuer ist und bei Langzeitanwendern halt irgendwann auch nicht mehr funktioniert. Also lieber nicht anfangen. Nein. Also ich finde auch, wenn man mal so ein bisschen rumliest, was da alles passieren kann, finde ich das schon auch wirklich erschreckend. Und denke mal, das müssen schon sehr mutig sein, die Leute, die sich dann sozusagen zuführen. Man muss ja dazu sagen, das ist bei uns immer was so ein bisschen in Vergessenheit gerät. In den USA haben diese Testosteronpräparate ja alle einen Warnhinweis auf erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle. Und da geht es um die therapeutische Gabe, das heißt, da geht es um Hormonersatz.
Also wir haben größere Studien, wo selbst in den Dosen, die wir so normal verwenden, so ein paar gewisse Sicherheitssignale auftreten, die sagen, na, möglicherweise hast du ein höheres Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu kriegen. Und das ist natürlich in den Dosen, die die Bodybuilder benutzen, die sich das, was man sonst in 3 Wochen spritzt, 3-mal die Woche spritzen, natürlich auch nochmal deutlich höher. Also ich kann eigentlich tatsächlich nur davon warnen. Wir sehen als Endokrinologen halt tatsächlich einfach die vielen Fälle, die nicht gut funktionieren, auch wenn die Wahrnehmung oft eine andere ist, aber die gibt es gar nicht selten. Jetzt gehen wir vielleicht nochmal zurück zum Normalmann und vielleicht zum älter werdenden Normalmann. Du hast ja vorhin gesagt, dass wenn man älter wird, dann lassen die Huden halt einfach so ein bisschen nach in ihrer Tätigkeit, was ja okay, aber vielleicht auch vom Gedanken her nicht so schön ist. Was kann ich jetzt als älter werdender Mann da tun, dass ich das vielleicht irgendwie verlangsame oder dass ich wirklich, keine Ahnung, schon schaue, dass das, ich sag's mal salopp, das System im Schwung bleibt? Ja, das ist leider schwieriger, als man denkt. Man muss manchmal vielleicht so ein bisschen einen Blick zu der Frau werfen. Da ist es ja eigentlich total gang und gäbe. Ne? Also eine Frau kommt irgendwann in die Wechseljahre. Und da ist dieses, es funktioniert nicht mehr, und das manchmal ja auch wirklich von heute auf morgen, ziemlich, ja, ich sage jetzt mal typisch und normal. Beim Mann ist es halt ein bisschen anders, weil wir anders als Frauen nicht diese festgelegte Menge an Spermien haben, sondern prinzipiell immer bilden können. Aber es gibt nichts, was man wirklich tun kann. Also ein Hoden funktioniert im Alter deshalb nicht mehr, weil die Durchblutung nicht mehr ganz so gut ist, weil Dinge eintreten, die halt auch in anderen Organen eintreten, ne? Alterungsprozesse, die kann man so richtig nicht aufhalten. Ich glaube einfach, wie bei allen Alterungsprozessen, eine gesunde Lebensweise ist immer gut. Verzicht auf alles, was den Hoden irgendwie schädigt. Dazu gehört halt auch Rauchen, dazu gehört übermäßig viel Alkohol. Ist sicher gut, aber es gibt jetzt nichts, keine Hodenkur oder nichts sonst Spezifisches, was man tun kann. Also die manchmal nicht so gern gehörte Aussage, gesund ist einfach gesund leben, ja. Und da gibt es irgendwie keinen Trick, der das sozusagen überspringen kann. Leider nicht. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob es hier noch Fragen gibt. Ich muss mal schnell den Laptop wieder an mich nehmen, ob es da noch Fragen gäbe. Jetzt sehe ich die Kommentarspalte gar nicht. Moment. Ich glaube nicht, was natürlich heißt, dass du fantastisch gearbeitet beantwortet hast und alle Fragen, die es nur geben könnte, beantwortet hast. Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist so das, was mich als Laie jetzt vielleicht interessieren würde. Jetzt schaue ich mal in das Publikum, ob es da noch irgendwie Dinge gibt, die wir klären sollten. Ich habe tatsächlich eine Frage. Ja? Kleiner Moment, Mikro ist gleich bereit. Ich hoffe, man hört mich jetzt auch. Ich hätte eine Frage, und zwar nochmal vielen Dank. Der Vortrag war wirklich super spannend. Gerade mich würde nochmal interessieren, wie diese Prägung denn aussieht. Also da hast du einfach nur so, also du hast gemeint, so in der zweiten Schwangerschaftshälfte, da findet diese Prägung einfach statt. Ja. Und, aber du hast ja schon irgendwie auch im Laufe des Vortrags gemeint, dass der Begriff gar nicht so passend oder also auch als Begriff irgendwie schwierig ist. Und ich nur, also ich kann mir das, für mich ist es noch sehr abstrakt irgendwie, also ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, was das bedeutet. Das war ja so auf einer biologischen Ebene gedacht wahrscheinlich irgendwie. Genau, so ist es. Genau deswegen habe ich zwischendrin gesagt, wie gesagt, dieser Begriff Prägung ist immer so ein bisschen schwierig, weil Psychologen damit ja eher verbinden Dinge, die nach der Geburt passieren und so. Mhm. Da geht es tatsächlich wahrscheinlich eher um die Prägung von Strukturen im Gehirn. Ich hatte ja gezeigt, dass Sexualhormone irgendwie dazu führen, dass zum Beispiel Bausteine entstehen und die letztendlich auch dazu führen, wie zum Beispiel Vernetzung im Hirn funktioniert. Die ganz genauen Mechanismen sind, glaube ich, nicht so richtig bekannt. Man geht momentan so ein bisschen davon aus, bei Männern, die sich nicht als Mann identifizieren, möglicherweise aber auch bei homosexuellen Männern, dass bei denen in der eigentlichen männlichen Anlage und der Ausbildung der Hoden so ein früher Testosteron-Peak, also so eine Spitze in der Hormonproduktion ausbleibt. Was sich für mich wiederum gar nicht so richtig sinnvoll anhört, weil für meine Begriffe ein Embryo wahrscheinlich noch gar nicht so arg viel Testosteron macht. Das ist eigentlich erst was im späteren Leben. Ich meine, vielleicht reichen diese geringen Konzentrationsschwankungen, die das Hodengewebe machen kann, aus. Da bin ich aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig firm, weil das tatsächlich wir so als Endokrinologen eher so im Erwachsenenalter die Hormonproduktion sehen. Und das halt schon was ist, was wir eher so Embryologen machen und was auch tatsächlich in der Erkenntnis noch nicht so unglaublich alt ist.
Und vielleicht auch nur ein aktueller Stand und in 5 Jahren sagt man, was hat denn der Neue damals erzählt. Aber momentan ist es zumindest das, was man sich so vorstellt. Wie gesagt, wodurch dieser Einfluss zustande kommt und vor allem, wie das dann bei einer Frau sein soll, die ja gar keinen Testosteron-Peak hat, wobei der dann diese Prägung anders sein soll, ist, glaube ich, immer noch was erforscht wird. Man muss sich aber, glaube ich, auch überlegen, ich glaube, das ist extrem schwierig, das überhaupt zu erforschen, weil man sich ja wirklich überlegen muss, es geht da wahrscheinlich um so millimolare oder mikromolare Konzentrationen, also wirklich in einem winzigen Bereich, die dieses bisschen Gewebe, was das am Anfang ja ist, beeinflussen. Und sowas überhaupt zu erforschen, hat mich ehrlich gesagt total, also mich hat es gewundert, dass das überhaupt möglich ist. Aber wie gesagt, die Forschungsergebnisse sind da relativ übereinstimmend und kommen alle zu einem ähnlichen Schluss eigentlich. Mhm. Man muss sich vielleicht ein bisschen beim Publikum so ein bisschen entschuldigen, dass wir sehr über Männer reden, aber ich meine, das ist vielleicht der Tatsache geschuldet, dass wir gerade hier im schwul-queeren Zentrum sitzen und unsere Klienten natürlich sehr oft Männer sind und natürlich auch sehr oft schwule Männer sind. Und da vielleicht auch nochmal so eine Geschichte, das sind ja so Entstehungsgeschichten von Homosexualität, ob es jetzt wirklich so läuft oder auch nicht, bleibt ja mal dahingestellt. Es gibt ja auch ganz andere Theorien. Aber genau, die schwule Männer natürlich verinnerlicht haben. Und es gibt ja so die Grundangst schwuler Männer, dass bei ihnen ja wirklich was mit dem Thema Männlichkeit irgendwie defizient ist. So, und jetzt kommt der Endokrinologe und sagt auch noch, ja, das ist, weil in der Schwangerschaft, in der zweiten Schwangerschaftshälfte das Testosteron gefehlt hat. Und dann ist sozusagen natürlich die Angst, dass dann diese Verknüpfung wirklich da ist. Hat Homosexualität wirklich was mit Männlichkeitsdefekt zu tun? Und der zweite Schritt ist dann vielleicht leichter, dass man dann sagt, dann ist es ja vielleicht legitim, dass ich das dann zuführe, sozusagen, dass ich dann irgendwas ausgleiche. Ja. So. Und ich denke, das ist so ein Gedanke, der mir bei Klienten so, schon auch begegnet ist. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt sozusagen ganz viele schwule Männer haben, aber ich sehe dann doch irgendwie zumindest bei einigen die Gefahr, dass so diese Verknüpfung schon sehr stark da ist. Genau, da muss man auch tatsächlich ein bisschen aufpassen. Das habe ich mir in der Vorbereitung auch gedacht. Das kann man, glaube ich, leicht falsch verstehen. Aber es ist, wie eben schon gesagt, es geht nicht darum, dass am Ende der Embryonalentwicklung irgendwie kein nicht genug Testosteron da ist, um einen Mann zu prägen. Das ist allein dadurch bewiesen, dass am Ende ein phänotypischer Mann rauskommt. Ja? Also genug Testosteron war sicher da. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ich sage, es scheint eher so ein bisschen die Interaktion, das Zusammenspiel vieler Hormone in dieser frühen Phase zu sein. Das hat nichts mit zu viel und zu wenig zu tun. Aber danke, dass du es nochmal aufgreifst, weil das ist, da habe ich vorhin jetzt nicht dran gedacht, aber das ist tatsächlich ein großes Thema, vor allem in also bei uns gar nicht so arg, aber tatsächlich, es gibt Kulturkreise, wo dieses Denken der fehlenden Männlichkeit bei Homosexualität ja wirklich auch dazu führt, dass der Anabolika-Abusus vermehrt verwendet wird, um das zu kaschieren sozusagen. Also es gibt gute Daten zum Beispiel aus Südamerika, wo die Anwendung viel, viel häufiger ist, wo einfach kulturell das noch viel schwieriger ist zu kommunizieren, dass man homosexuell ist und wo viele Männer mit Anabolika, mit Testosteron genau deshalb anfangen, weil die glauben, ich gleiche da ein Defizit auf, ich trete männlicher auf. Aber auch da, wir sehen, auch das ändert nichts an dem, wie der Mann ist. Ne? Also ich sage, es hat nichts mit einer fehlenden männlichen Entwicklung oder Ähnlichem zu tun, sondern es ist irgendwie ein Zusammenspiel in der frühen Entwicklungsphase, was vielleicht eine Richtung legt. Aber wie gesagt, es hat überhaupt nicht diesen Beigeschmack der fehlenden Männlichkeit. Das ist sicher nicht. Gut, also das wollen wir den Leuten noch wirklich echt ans Herz legen und mitgeben. Und keiner will Schrumpfhoden haben, sondern alle wollen einen schönen, prallen Hodensack behalten. So ist es. Und sollten dann Fragen sein, dann wendet man sich dann schlauerweise natürlich an einen führenden Endokrinologen wie dich. Unbedingt. Und, aber in der Tat, das ist wirklich eine Take-Home-Message. Also es kann ja sein, dass man das Gefühl hat, stimmt irgendwas nicht, man fühlt sich irgendwie schlapp etc., man liest irgendwie Symptome, die auf Testosteronmangel hinweisen und hat das Gefühl, alle diese Symptome habe ich, dann finde ich es auch legitim und soll man auch abklären, aber dann soll man unbedingt bitte mit jemandem abklären, der einfach mit Hormonbehandlung eine Ahnung hat und da ist ein Endokrinologe natürlich die erste Wahl. Unbedingt. Und das sollte man vielleicht dann auch wirklich machen. Genau, und man sollte auch, wenn ich das vielleicht gerade zum Schluss nochmal sagen darf, weil ich glaube, das Wissen fehlt oft, auch tatsächlich, wenn man sich doch entschlossen hat, irgendwie eigenverantwortlich
Testosteron zu verwenden, irgendwann aber zu dem Schluss kommt, man möchte das nicht mehr, auch dann uns bitte aufsuchen, weil ich tatsächlich immer wieder überrascht bin, dass manchmal Männer so aus Versehen zu mir finden, die mir nebenbei erzählen, ja, da kann man ja jetzt leider eh nichts mehr machen. Und wenn man dann mal drüber spricht, dass es schon Möglichkeiten gibt, auch jemanden sozusagen zu entwöhnen, endokrinologisch, dann finden das manche Männer schon auch gut, weil dieses ein Leben lang dann auf Testosteron angewiesen zu sein, ist eigentlich auch eine Vorstellung, die keiner so richtig gut findet. Mhm. Und auch da nochmal der Appell, auch das ist was, was man mit einem Arzt gerne besprechen darf und wofür es Endokrinologen gibt, wofür es Urologen gibt, Andrologen gibt. Es gibt viele Fachdisziplinen, die sich damit beschäftigen, aber den Weg zu uns muss man immer noch selber finden. Sehr schön. Dann nehme ich das mal als Schlusswort und bedanke mich sehr herzlich bei dir für den wunderbaren Vortrag. Danke für die Einladung. Und danke, dass ihr zugeschaut habt, live wie im Stream. Und vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Männerakademie am zweiten Dienstag im Januar. Ich glaube, das ist der 11. Januar, wenn ich es recht im Kopf habe. Ein spannendes Thema, auch eins, was eine sehr eine spannende Betrachtungsweise von Seiten des Mannes hat, nämlich das Thema Traumatisierungen. Was sind die Menschen, die traumatisiert werden? Es gibt ja einfach eine Erfahrung, dass es bei bestimmten Ereignissen gibt es Leute, die auf dieses Ereignis mit Traumatisierung reagieren, andere nicht. Was sind die Vorerfahrungen? Was hat sozusagen das Thema Männlichkeit damit zu tun? Wie gehen Männer mit Traumatisierungen, mit der Erfahrung, vielleicht auch Opfer zu werden, um? Ein spannendes Thema. Wir haben mit Michael Diemer einen Traumaberater, der uns durch das Thema führen wird. Ansonsten wünsche ich erstmal allen hier und euch zu Hause schöne Feiertage. Bleibt uns gewogen und bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns alle am 11. Januar bei der nächsten Männerakademie wieder. Danke und tschüss.